Ein Spiel hat der TSV 1860 München zwar noch vor sich, und das ist dann auch der letzte Einsatz für Kapitän Stefan Lex und Rechtsverteidiger Marius Wiltsch. Beide beenden zum Saisonende ihre aktive Karriere. Nach 5 Jahren bei den Löwen war das keine leichte Entscheidung. Für mich persönlich, bei meinem Lieblingsverein spielen zu können, in erster Linie mal, und dann natürlich auch noch später Kapitän zu sein, eine große Ehre, eine große Freude. Ich bin sehr gerne hier Spieler gewesen und freue mich, dass trotzdem jetzt natürlich erstmal eine Pause ansteht für mich. Das ist keine Selbstverständlichkeit, ist, glaube ich, so einen Abschied zu bekommen, obwohl ich doch 5 Jahre oder insgesamt 10 Jahre mit der Jugend hier war. Das bleibt, glaube ich, mein Leben lang, diese tiefe Dankbarkeit dem Verein gegenüber für so einen Abschied. Beide wechselten 2018 zu den 60ern nach München. Stefan Lex hatte seither das klare Ziel vor Augen, den TSV endlich wieder in die zweite Liga zu bringen. Trotz seiner 7 Tore und 10 Vorlagen in dieser Saison hat es für die Mannschaft wieder nicht geklappt. Nun will er den Aufstieg von der Seitenlinie aus miterleben. Ich werde mich so um die jungen Profis kümmern, sage ich jetzt mal, die so ein bisschen begleiten und ihnen hoffentlich weiterhelfen auf dem Weg zum Profi. Alles andere werde ich dann über die Zeit sorgen, inwieweit ich dann noch mit weiterhelfe, sage ich jetzt mal. Nach insgesamt 106 Spielen für die 60er hängt Wiltsch aufgrund einer hartnäckigen Schambeinverletzung seine Fußballschuhe an die Nagel und hat nun mehr Zeit für Frau und Tochter. Für ihn bleiben die Löwen aber auch weiterhin ein wichtiger Teil in seinem Herzen. Wenn man so lange beim Verein ist, dann ist er automatisch Fan. Und ich werde das weiter verfolgen und werde jetzt zwar nicht alle 2 Wochen im Grünwalder Stadion sein, das ist nett, aber zu bestimmten Anlässen werde ich immer vor Ort sein. Ein letztes Mal geht es am Samstag dann beim Saisonabschluss gegen Zwickau im Löwentrikot aufs Feld. Auch wenn es in der Tabelle für den TSV nicht mehr um viel geht, soll zum Saisonabschluss zumindest nochmal ein Sieg für die Fans her.